Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik. Antrieb ist unser Thema und im Speziellen die elektromagnetische Verträglichkeit. Das letzte Mal haben wir galvanische Kupplung gesprochen, heute sprechen wir über eine induktive Kupplung. Klingt schon gefährlicher. Ja? Induktive Kupplung, wie funktioniert das? Wie kann man das vorstellen? Nun, stellen wir uns folgende Situation einfach einmal vor. Ja? Ich habe da eine Spannungsquelle, okay, und die ist da über Leitungen. Mit meinem Verbraucher verbunden. Okay? Und irgendwo anders gibt es auch Leitungen. So. So. Ja. Und da ist ein Stromkreis. Die haben eine Spannungsquelle in das U. U1 nenne ich das. Ja. Das ist nämlich da hinten der Z1. Ja. Impedanz, ja. Und hier rinnt dann also der I1. Okay. Was macht jetzt dieser I1? Ja, der rinnt da, der macht ein Feld, ja, und zwar ein magnetisches Feld. Das magnetische Feld wird so herumlaufen, das heißt, das wird da hinten rauskommen, so, ja, wird so um den I1 herumlaufen und das tritt eigentlich auch da durch diese Leiterschleife durch. Ja. Können Sie sich das vorstellen? Das tritt durch beide Leiterschleifen so durch. Ja. Also wenn man da praktisch da ist ein Durchtritt, da ist ein Durchtritt. Ja. Jetzt natürlich nicht alles, weil das kleine Feld ist nur hier im Kreis. Ja. Und je größer diese Feldringe wären, na, da wird da schon durchtreten. Okay. Das ist der magnetische Fluss Phi, den dieser Strom hier erzeugt. So. Und jetzt ändert sich dieser Fluss Phi. Ja, wenn sich dieser Fluss Phi ändert, ja, gibt es eine Induktionsspannung. Ja. Induktionsgesetz, hoffentlich weiß das nur jeder. Ja. Induktionsgesetz. Die induzierte Spannung, ja, war minus. Also, ich vernachlässige jetzt den Stromfluss und so weiter, ja. dΦ nach dt, ja. Verketteter Fluss war das. Ja. Verketteter Fluss war je nach Windungsanzahl. Ja. Das heißt, wenn sich der Fluss da ändert, wird in der Leiterschleife 2, also das ist die Leiterschleife 1, das ist die Leiterschleife 2, wenn sich der Fluss hier ändert zeitlich, wird in der Leiterschleife 2 eine Spannung induziert. Okay? Da fahren wir mit eine Spannung induziert in dieser Leiterschleife und es rinnt da Strom. Das ist eine Beeinflussung. Und zwar ganz schön, ne? Eigentlich. Ne? Das heißt, sofern sich viel ändert, wird auch in der anderen Leiterschleife eine Spannung induziert. Das ist da für die zweite Leiterschleife ist das natürlich eine Störspannung. Okay. Und zwar umso mehr, je schneller sich diese Spannung, also dieser Fluss da ändert. Das heißt, wenn ich da einen hochfrequenten Strom habe, wird diese Beeinflussung besser sein. Ja. So, jetzt ist da ein zweiter Stromkreis irgendwo. Ein Stromkreis braucht immer eine Rückleitung, immer eine Hin- und eine Retourleitung. Das heißt, ich habe zwei Leitungen, ich habe zwangsläufig zumindest eine Schleife, ja. Ich brauche nicht unbedingt den Gaske irgendwo, aber ich habe zumindest eine Schleife. Das heißt, zwei Systeme mit zwei Stromkreisen sind zwangsläufig induktiv gekoppelt. Da kann ich nicht aus. Okay? Ich kann nicht aus. Das muss so sein. Ja? Das heißt, weil es eben mindestens eine Leiterschleife gibt, ist es so. Ja? Das heißt, zwei Systeme
sind immer mehr oder weniger stark, aber zwei Sätze sind immer induktiv gekoppelt. Da ist immer zumindest eine Hin- und eine Rückleitung gibt. Eine Windung. Hasen tut der Stromkreis. Sollte keinem neu sein, der mir schon länger zuhört. Stromkreis. Ja? Was mache ich jetzt? Ja? Wie kann ich denn das beeinflussen? Dann schauen wir uns das an. Wenn diese zwei Leitungen in diesem zweiten Stromkreis hier eng zusammen sind, ja, dann wird die Fläche klein und der Flussanteil, der da durchtritt, das heißt, der Fluss, da ist ja irgendwo eine Flussdichte, und wenn ich eine kleine Fläche habe, tritt nur mal ein kleiner Fluss durch und dann ist weniger. Ja. Das heißt, möglicherweise kann ich nachher sagen, okay, Hin- und Retourleiter möglichst eng zusammen. Ja. Zweite Möglichkeit, unverdrillen. Das sieht man sehr häufig. Verdrillte Kabel sieht man sehr häufig. Was ist das? Ich zeichne jetzt die zwei Kabeln da in zeichnen wir es blau und rot, das habe ich noch nicht. Ja. Dann habe ich hier zum Beispiel eine Ader, ja, und hier habe ich die zweite Ader. Und das Ganze soll so ausschauen. Verdrillte Leitungen, also die sind einfach eng beisammen. Das ist mal eine Sache, weil sie so praktisch umeinander gewunden sind. Kann man sich das vorstellen, hoffentlich. Ja? Also so schauen verdrillte Leitungen aus. Einfach verdreht. Ja? Und was passiert da? Einmal tritt das Feld von dieser Seite durch und einmal praktisch von hinten. Ja? Von hinten. Ja, einmal von dieser Seite und einmal von dieser Seite und einmal von dieser Seite. Natürlich, das Feld geht natürlich immer in die Richtung, aber wenn ich die Ebene verdrehe praktisch und weil ich es laufend verdrehe, ist es egal, von welcher Seite kommt. Und diese Abstände sind nicht zu groß. Ja, das heißt, die lokalen Feldstärken hier werden ähnlich sein. Ja, das heißt, die Spannung, die in diesem Bereich hier induziert wird, ja, da gibt es eine Spannung, die induziert wird. Und da gibt es eine Spannung induziert und die heben sich gegenseitig auf, wenn diese Änderungsrate da praktisch gleich ist. Ja. Das heißt, damit bekomme ich praktisch in den Griff, dass zwischen den Leitungen keine Spannung induziert wird oder wenig Spannung. Ja. Damit, ja, wird zwischen den Leitungen nur wenig Spannung induziert. Okay? Was ich nicht verhindern kann, weil da, das ist die sogenannte Gegentaktspannung. Oder auch Querspannung. Okay. Gegentaktspannung oder Querspannung wird reduziert. Was ich nämlich nicht verhindern kann, ist, wenn da irgendwo, ich meine, da unten haben wir irgendwo Erde, ja, da ist irgendwo
als irgendwo die Erde. Also, und diese Felder da, die sind jetzt sehr klein. Da kann man nichts machen. Was man nicht reduzieren haben können an und für sich, sind diesen Bereich. Ja. Ich meine, ich habe einen Abstand. Ich habe einen Abstand. Ja. Das heißt, dieser Bereich, dieses... Das heißt, zwischen der Erde und der Kabelleitung wird ebenfalls induziert. Ja. Das hat wenig Einfluss. Auf beide Leitungen. Das, was in beide Leitungen gleichmäßig induziert wird, gell, das heißt Gleichtaktspannung, oder Längsspannung auch. Also es hat wenig Einfluss auf beide Leitungen, mit dem muss ich halt leben. Ja? Gleichtaktspannungen. Common Mode. Ja? Differential Mode, Common Mode, Voltage auf Englisch. Ja? Also ich habe da, was ist so schlecht an einer Spannung? Nun, an einer Spannung, da rüben wird dann auch irgendwann ein I2 rinnen. Ja? Wird dann auch ein I2 rinnen. Und wir haben einmal gesagt, die Induktivität ist das Verhältnis zwischen Fluss und Strom in einer Spule. Ja? Das heißt, die Induktivität von dieser Spule hier, wenn man so eine Spule betrachten will, von dieser Leiterschleife zu sich selbst, wäre praktisch das Verhältnis zwischen dem Strom und dem Fluss. Ja? Wenn es jetzt um das Verhältnis geht von dem Strom und dem Fluss, ja, dann sind wir an und für sich bei der Gegeninduktivität. Ja? Also wir haben praktisch auch eine Induktivität L12 und D ist praktisch der Phi dividiert durch I2. Okay? Also der Fluss, der von Strom 1 verursacht wird, auf Phi 2. Und das ist genauso groß wie L21. Das ist praktisch der Fluss, den das da verursacht, Phi 2 dividiert durch I1. Und das heißt M, wird üblicherweise als M gekennzeichnet. Ja. Das ist die sogenannte Gegeninduktivität. Okay? Das ist ein Maß dafür, für die Kopplung. Der Maß dafür, wie gut zwei Leiterschleifen miteinander induktiv gekoppelt sind. Ja. Das ist also die induktive Kopplung. Das muss gut sein. Ja. Wir sehen, kann man nicht verhindern. Okay? Oder kann man reduzieren die Einflüsse und so weiter. Über Verhinderung gibt es später noch irgendwelche anderen Videos. Induktive Kopplung. Gibt es auch eine kapazitive Kopplung? Ja, das ist allerdings Thema des nächsten Videos. Ja. Das heißt, nächstes Video kapazitive Kopplung. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.